Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am 18. April 2021 um 13 Uhr im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt die zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen aus. Das Gedenken ist auch den Hinterbliebenen gewidmet, die ihre Angehörigen beim Sterben nicht begleiten durften. Wichtige und trostspendende Rituale der Trauer waren für sie nicht möglich. Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden ist, soll dies ein Tag des Innehaltens sein. Als Gesellschaft nehmen wir Anteil, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht zu vergessen. Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage findet das Gedenken im kleinsten Rahmen und unter strengen Schutzauflagen statt. Neben 5 Hinterbliebenen nehmen auch die Spitzen der 5 Verfassungsorgane, das heißt Deutscher Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht sowie ein Vertreter des Diplomatischen Korps teil. Vor dem Gedenkakt findet um 10.15 Uhr bis 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Der Gedenkakt wirkt unter anderem live im ZDF, im Deutschlandfunk und auf verschiedenen ARD-Hörfunkwellen übertragen. Zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie gilt am 18. April eine bundesweite Trauerbeflaggung. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sie für den Bereich der Bundesbehörden angeordnet, wie sein Ministerium am Freitag, den 9. April, mitteilte. Die Flaggen werden dann auf Halbmast gesetzt.